Hallo Freunde, willkommen zurück zu Bioshock Infinite und wir machen hier weiter und sollen ja an diesen Automaten gehen. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Schlecht. Aber ich muss hier durch. Wie komme ich jetzt hier durch? Den Kartenabreißer beherrschen anzuwenden. Ah, Sie, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Genau, das ist ja die Fähigkeit, die wir das letzte Mal erhalten haben von der guten Dame da. Und jetzt gehen wir hier mal weiter, da warten schon zwei Personen auf uns. Was das genau hier ist, werden wir jetzt herausfinden. Hallo? Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Münze wert. Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Oh. Komische Person. Tja. Gibt hier was für uns? Nö. Was sagt man dazu? Ist denn schon wieder ein Jahr um? Ist es denn wirklich? Wer schreit hier so? Hier haben wir schon wieder Kids. Jetzt wieder Eiscreme, aber nicht für uns. War ja klar. Ah, ein bisschen Geld wieder und wieder ein Automat. Und hier ist es schon recht günstig. Statt Gesundheit wieder. Wir haben ja eigentlich alles soweit. Und da kaufe ich erstmal nichts. Obwohl dort dieses Salz haben wir jetzt aufgebraucht. Das ist anscheinend die Energie, die wir haben, das Mana. Ich kaufe jetzt einfach mal hier 25%. Mal gucken. Habe ich das jetzt schon gekauft? Nee. Ah. Kauft man nochmal und dann ist es wieder voll. Und ich schätze mal, das heißt, wir können das ganze Zeug nur sehr begrenzt verwenden. So, wo müssen wir jetzt lang? Rechts rum. Okay, dann gehen wir erstmal hier hoch. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Ich sehe ja auch verdammt gut aus, ne? Das ist leider so. Ist ein Papierkorb? Nee. Da liegt wieder was rum da oben. Alles mitnehmen. Hallo. Reden nicht mit mir. Na gut. Gehen wir halt weiter. Hier sitzen noch es welche. Es heißt, die Vater Franklin Automaten werden bald frisch bestückt. Aha. Gute Info für uns. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Der Prophet segne und beschütze sie. Ach, die arme Frau, was die gelitten hat. Ah ja. Bald macht noch keine Heilige? Nun, es schadet auch nicht. Back in 5 minutes. Okay. Ach, herrlich, wie es hier aussieht. Jetzt hier oben noch irgendwas Kleines für uns. Hier ist ein Papierkorb, aber der ist leer. Die Leute schmeißen einfach nichts weg, ne? Das ist. Ich glaube ja alles, was der Prophet. Schade. Oh. Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Hübsch. Und das ist hier so ein Teil, mit dem man auf diesen Schienen langfahren kann. Ich sehe jetzt leider noch keine Schienen, sonst könnte ich das mal zeigen, aber naja.
So, und hier sehen wir anscheinend Benjamin Franklin und George Washington. Auch Hauptthema bei Assassin's Creed 4, sag ich schon. 3. Was war das denn? Seltsame Dinge gehen hier vor. Und noch ein leerer Papierkorb. Oh mein Gott. Hier ist alles leer. Was ist denn das? Das ist dieser... Guck mal. Ja, das ist dieses Vieh aus den Trailern. Und jetzt hören wir uns erstmal den Audiolog an. Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Das Lamm. Kommt uns ja sehr bekannt vor aus Bioshock 2. Was zum... Okay. Was ist hier nur los? Es wirkt alles so total nett und freundlich, aber ist das eventuell nur eine Maske? Das sind ja anscheinend so Transportboxen. Und hier sehen wir auch so eine Schiene, die ich vorhin gemeint habe, in dem wir so lang... nennt man das Gleiten? Gleiten ist, glaube ich, das falsche Wort. Und ich mache einen Pfeil hier. Wir müssen also da hoch. Und immer noch das Mädchen finden. Und es wird irgendwie immer ruhiger hier, ne? Also die ganzen Leute, die sind mittlerweile alle weg. Nur noch hier so ein paar Polizisten an den Ecken. Bedauere, Freund, hier ist gesperrt. Schade. Gehen Sie zur Verlosung. Das sollte man nicht verpassen. Gibt's hier was im Gras? Nö. Hier ist alles leer, alles gut. Dann schauen wir nach hier oben. Die Mucke hier im Hintergrund. Auch sehr interessant. Hier ist noch ein Automat. Was gibt's hier so schönes? Das gleiche in grün, okay. Man wird sehen. Ich hab da so ein Gefühl. Du hast immer so Gefühle. Und wir schauen uns natürlich richtig um und wir haben gerade Eis bekommen, glaube ich. Das sah ein bisschen wie Eis aus. Endlich unser Eis bekommen. Das war eine Blume, ich dachte, das war auch wieder Geld. Ich sehe nur noch Geld hier. Bisschen Salz. Obwohl uns das ja nichts bringt, weil wir sind ja voll. Ach, guck mal. Da ist der Sänger anscheinend. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Okay. Mister, möchten Sie vielleicht einen Ball? Ach, da vorne. Was will die Kleine von mir? Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Trommel!
Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77! Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Ach, wir dürfen diese Nummer nicht ziehen. Oh Gott. Bitte. Bitte. Bitte nicht. Ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte. Nein. Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Nicht lieber mich. Oh, da haben wir ja einen ganz Schüchternen. Den müssen wir auf die Sprünge helfen. Ich würde sagen, wir werfen den eher zum Ansager. Warum wirfst du nicht auf? Moment! Da ist er! Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Wow. Aua! Los jetzt! Und damit hat wohl der Kampf begonnen. So, was können wir noch machen? Wenn du einen Totenkopf auf dem Gegner siehst, kannst du E gedrückt halten, um ihn zu erledigen. Oh! Kopflos! So, und jetzt ist, glaube ich, die Ruhe vorbei. Hier ist jetzt nichts mehr mit mal durchschlendern. Vielleicht durchsuchen. Ach, na eben, wir können hier auch durchsuchen. Ich vergaß. Gehen wir nochmal zurück. Wir haben ja noch einige schöne Sachen dabei. Haben da welche? Nee. Der hat nichts dabei, okay. Seltsam hier, auf jeden Fall. Was ist denn das? Salz, okay, das ist aber voll. Da ist er! Hier, bewacht das Tor! Ah! Ah! Und da haben wir eine Waffe wieder, endlich! Können wir hier ordentlich mal durchballern. Ich hoffe nur, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Guck mal hier, das können wir uns nehmen. Ja, und uns wurde ja schon prophezeit, wir sollen nicht die 77 nehmen. Aber das konnten wir uns ja nicht aussuchen. Oh. Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen. Die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. So, wir haben übernommen. Lol. Keine Munition verschwenden hier. So, wir müssen auf jeden Fall hier runter, das ist schon mal ganz gut. Aber natürlich hier nichts übersehen.
Oh. Dem habe ich ein Auge ausgeschossen. Tut mir leid. Ja, und auf jeden Fall, so mit Ruhe ist jetzt nichts mehr hier. Da kommen schon die nächsten. Oh, die weichen aus. Das ist ja sogar, wow. Das ist Muni, aber kann ich nicht nehmen. Jetzt habe ich dich! So schießt das Ding nicht mehr. Achso, das ist wahrscheinlich nicht mehr auf unserer Seite. Beziehungsweise auf keiner Seite anscheinend. So, also, lieber nochmal nachladen. Sicher ist sicher. Was auf der Pfeil nach dort. Oder warten sie schon auf uns? Oder? Oh, das war ein Headshot. Und ich habe was übersehen. Oder das war noch nicht offen vorher. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Munition. Das ist gut. Au, au, au. Ich kann das nicht benutzen, wenn ich angeschossen werde. Mist, der kann das gar nicht benutzen gerade. Was ist hier los? Ich muss vielleicht mal darüber schnell. Hinter den Wagen. Ah, jetzt hat's funktioniert. Allerdings habe ich kein Salz mehr jetzt. Aber dort ist ja noch so ein Laden. Vielleicht gab es hier Salz. Ja, hier gab es Salz. Aber das ist so teuer. Das ist oh, übel. Aber egal, wir nehmen es mal. So, du bist tot. So. Achso, jetzt können wir also dahinter. Sehr schön. Au! Au! Uah. Das ist also nicht mehr auf unserer Seite, okay. Mann, 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 Mann. Hilfe. Der ist aber nur umgefallen, ne? So. Hey, seid doch nicht so böse zu mir. Hab doch nichts getan. Waren wir hier schon drin? Ja, ne? Ach, genau. Oder? Auf dem Laden sein, wo wir noch gar nicht drin waren. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube, wir waren hier noch nicht. So, ein bisschen umgucken muss man es ja trotzdem. Ich will hier nichts verpassen, ne? Und der hält die Kanone so komisch nach oben, das heißt, wir können nicht schießen. Oh, was haben wir denn hier? Das ist Salz, oder? Genau. Überall Salz hier. Muss da durch. Öffne das Tor. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Brenne im Namen des Gottes! Ach, du wirst dein Schicksal teilen! Boah. Was soll das? Alter. Was war das? Eine Kraft. So, eine Kraft. Großen Kraft. Ach da. Feuer. Ja, das ist doch interessant. Teufelskuss. Tja, man lebt nur einmal. YOLO! Au!
Alter. Was? Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. It's a trap. Okay. Das war keine Kostprobe. Was jetzt? Drücke rechte Maustaste, während du Teufelskuss ausgerüstet hast, um eine feurige Granate zu werfen. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste dann wieder los, um eine Sprengfalle aufzustellen. Okay. Also halten für eine Granate und schnell drücken für eine kleine Falle. Die Hände sehen dann echt krass aus, muss ich sagen. Und ich glaube, wir machen dann erst nächste Folge wieder weiter. Wenn es dann wieder heißt Bioshock 3. Also ich bezeichne es mal als Bioshock 3. Ja, bis dahin. Tschüss.